meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen CSGO Overwatch. Ich sag's direkt zugleich am Anfang, ich kann jetzt nicht ultra ausrasten, weil ich gestern einen Weisheitszahn gezogen bekommen habe und sonst spuck ich Blut, live. Das ist der Wege, mache ich gemütlich, okay? Alter, wieder rumwackelt mit seiner Maus. Ja, willkommen, schön, dass ihr da seid. Heute Abend ist auch wieder Livestream um 18 Uhr, ja, also ich werde ihn auf jeden Fall machen, nur halt gemütlich. Es sieht so auch so aus wie der Leggen, also nicht sein Maus-Aiming-Movement-Gedöns sieht kacke aus, sondern es sieht irgendwie ein bisschen laggy aus, meint ihr nicht auch? Kann ich anhalten und dann seinen Ping angucken? Ja, ne, der ist ja dennoch am Start, fällt er nicht auf 0 oder sowas, na, 31, das sieht eigentlich ganz gut aus. 2-0, naja, Maus nicht verschwinden. So, ja, also, viele haben schon gefragt, ob ich dann trotzdem streamen werde heute, weil ich ja gestern halt den Zahn gezogen bekommen habe. Ich werde es auf jeden Fall machen. Es war wirklich sehr gemütlich. Also jetzt nicht gemütlich, aber ich habe es tausendmal schlimmer vorgestellt. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Zahn ganz normal rausgewachsen ist. Also der stand da, der musste nicht aufgeschnitten werden. Das heißt, er hat ihn einfach rausgerissen. Ja, so wie man es halt macht oder rausgebrochen. Und das ist wirklich nicht sonderlich tragisch. Viel nerviger ist dann danach das Blut. Also, jetzt ist es bei mir fast weg. Aber man trinkt halt die ganze Zeit sein eigenes Blut. Manchmal recht viel. Und das ist so eklig. Man atmet aus und es riecht so, als hätte man an Metallgegenständen genuckelt die ganze Zeit. Ne? Also es riecht sehr metallisch wegen dem Blut. Und es schmeckt auch so. Naja. Aber es ist fast überstanden. So weit, so gut. Bis auf diese komische, behinderte Pimmelweise von ihm. Also es scheint so, als wenn er wüsste, dass hier unten einer steht. Kann man nicht viel erkennen, oder? Bis jetzt? Naja. Ich habe von euch gesagt bekommen, das kann ich... Was macht der denn? Ist er gerade an der Wand hängen geblieben? Oder will er nur trollen? Hat er generell langsam gemacht und es war reiner Zufall, dass da einer Klaus stand. Er hat aber auch nach oben game zufällig auf einen drauf. Ich weiß es nicht. Naja, es wurde mir gesagt, dass im Moment alle Fälle, die man im Overwatch sieht, von Wagnet kommen. Beziehungsweise, dass Spieler-Reports fast gar nicht mehr oder extrem verzögert drankommen, weil Wagnet gerade wohl die vorderste Front wäre, auf höchster Priorität laufen würde. Das heißt, wenn das stimmt, sind alle Fälle, die wir hier sehen, von Wagnet selbst, um Wagnet weiter, schneller und besser anzulernen. Das heißt, wir müssen hier ganz genau gucken, gerade bei schwierigeren Fällen, was los ist, was wir wohl glauben und vor allem am besten so viele Overwatches wie möglich machen. Wagnet muss lernen, wie was funktioniert. Ja? Viele haben dann geschrieben, ja, kann ich dann von Wagnet gebannt werden, wenn ich Bunnyhop oder sowas, also von Hand. Durch diese Anlernerei sollte Wagnet den Unterschied kennen zwischen einem gemachten Bunnyhop, den man wirklich machen kann, mit Lernen oder aus Können heraus, oder eben einem oder einem gescripteten, hergeleiteten externen Bunnyhop. Und so sollte, das ist ja dieses Krasse an diesem Machine Learning, Deep Learning Gedöns. Es wird immer und immer wieder weitergelernt. Die Programme wissen irgendwann, ah, okay, so sieht es also aus, wenn jemand durch die Wände schaut, ja? Beziehungsweise, ah, so sieht es aus, wenn jemand nicht durch die Wände schaut, sondern wenn jemand nicht weiß, wohin er zu zielen hat, durch die Wand und so weiter. Und wenn das perfektioniert ist, dann kann in der Theorie zu 100% auch ein Legit-Hacker, ein ganz leichter Vision Assist und so weiter festgestellt werden, weil diese Spieler trotzdem nicht so spielen wie Leute ohne diesen Legit-Hack. Es ist zwar extrem fein, die Nuancen verschwimmen, sie werden winzig. Ich meine, deswegen sind sie auch Legit-Hacks. Aber dennoch hat der Legit-Hacker ja auch einen Vorteil. Und diesen Vorteil, den kann man aus dem Spiel heraus lesen. Wenn man nur oft genug geschaut hat, wie es aussieht und wie vor allem, also ich meine, wie auch jemand normal spielt. Wisst ihr, jemand Normales macht sowas, wie er gerade gemacht hat, vielleicht auch. Aber nicht die ganze Zeit. Und es gibt verschiedene, ich habe auch in meinen Kommentaren habe ich ab und an Signaturen geschrieben, womit ich damit aber nicht die Signaturen gemeint habe, das Cheats in der Maschine, im Arbeitsspeicher und so weiter, die Programmsignaturen, sondern die Signaturen des Cheats im Spielverhalten der Spieler. Die kann man erkennen. Die kann man ja auch als Mensch erkennen, ja. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Natürlich ist Wagnet jetzt keine, auf einmal macht er auch, gut, er weiß ja halt auch, wo sie stehen, ne? Natürlich ist Wagnet keine Wunschmaschine, die dann alles kann. Es wird auch mit Wagnet Dinge geben, die unerkannt bleiben, beziehungsweise Dinge eine gewisse Zeit unerkannt bleiben, bis man gelernt hat, die auch zu erkennen. Aber um das einfach nochmal für ein und für alle Mal zu Ende zu bringen,
durchwachsen, wenn das mal freigelassen wird, haben wir eine sehr, sehr hohe Bannrate, eine viel höhere wie jetzt. Ich weiß nicht mehr, wie die Zahlen waren. Ich habe es euch im letzten oder vorletzten Video gesagt. Ich glaube, es werden jeden Tag 1000 Accounts gebannt oder so. Stellt euch mal vor, dass alleine schon das Doppelte wäre ja recht angenehm, aber mit Wagnet werden es dann höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel, Tausende. Ja, weil diese ganzen Gesichter auch nicht, so wie es im Moment gerade gemacht wird, vorgemerkt werden. Im Moment werden Cheater auch für einen Bann vorgemerkt, aber nicht direkt gebannt, um die Leute nicht direkt zu verschrecken. Es sollen jetzt erstmal alle kommen, alle sollen ihre Cheats auffahren und alle Cheats sollen analysiert werden. Die Leute werden trotzdem gebannt, aber sehr verzögert. Um sie in Sicherheit zu wiegen. Wisst ihr, dass die Leute glauben, ah geil, okay, ich kann mit diesem Cheat jetzt reinwurschteln und muss mir nicht den nächst besseren kaufen, damit sie auf jeden Fall gebannt werden. Die sind vorgemerkt und werden auch gebannt, aber... Aber, ja. Halt nicht sofort. Es muss jetzt erstmal alles... Ich weiß nicht, warum sie das gerade so extrem machen, ja, warum man das jetzt so extrem macht, aber es muss alles analysiert werden. Es scheint so, als wenn sie jetzt wirklich bald rauskommen wollen würden mit Wagnet. Also, ne? Als wenn sie es bald herausbringen wollen würden. Oder zumindest bald wieder einen dicken Lauf starten wollen damit. Wenn man überlegt, dass im letzten Lauf eben 90.000 Leute gebannt wurden in 2 Tagen, das sind dann 45.000 Bans pro Tag. Das ist im Vergleich zu diesen 1.000 oder 2.000, was ich gesagt habe, schon echt einige mehr. Wir schauen mal. Zum letzten Fall, sorry, ich bin auch gerade ein bisschen durch den Wind. Zum letzten Fall, da habe ich Vision Assist und Aim Assist gedrückt. Den Bunny Hop habe ich nicht gedrückt, weil ich mir da selbst auch wie immer zu unsicher bin. Beziehungsweise zu wenig drauf geachtet habe. Bei dem letzten, wisst ihr noch, wo wir so gesagt haben, in den Kommentaren konnte man auch wieder gut rauslesen. Die eine Hälfte sagt Bunny Hop, die andere Hälfte sagt kein Bunny Hop. Aber bei Vision und Aim waren wir uns sehr sicher. Das war auch ein klarer Fall. Ja. Ich würde sagen, der hier ist jetzt, naja, er ist schon so ein bisschen am Übertreiben, aber zumindest nicht so sehr wie der letzte, oder? Macht er jetzt noch irgendwas? Was hat er dann vor? Will er uns jetzt vorgaukeln, dass er nicht wüsste? Ich meine, die Bombe und die zwei anderen wurden angesagt auf A. Ja, bestimmt schon vor 5 oder 10 Sekunden. Entweder hört er auch nicht zu, betreibt also auch Griefing, also spielt nicht mit dem Team, sondern dödelt einfach nur vor sich hin. Oder er will krampfhaft zeigen, ich weiß nichts von dem Spiel, ich gucke nicht durch die Wände. Ich stehe immer noch auf B, weil ich glaube, da kommt vielleicht einer. Ja, ja, was für eine Labertasche. Naja. Wir werden heute im Stream sicherlich auch das ein oder andere Overwatch machen. Also mindestens eins. Ja, wie gesagt, um 18 Uhr geht's wieder los. Wahrscheinlich so bis 21 Uhr werden wir machen. Und es gibt, wieder Pure Games und so weiter und so fort. Giveaway und Pipapo. Jetzt könnte gerne dieser Fall langsam mal rumgehen. Hat er gerade Kill in die Konsole? Wurde der gerade gekillt? Hat er sich... Glaubt ihr, der hat Schiss? Das hat letztens jemand, haben einige von euch in die Kommentare geschrieben, dass ihr einen Hacker festgestellt habt in eurem eigenen Team. Und ab dem Moment, wo das gesamte Team gesagt hat, wir reporten dich, hat er nichts mehr gemacht. Um möglicherweise nicht mehr detected zu werden. Wie dir müssen das, bitteschön. Also wenn er wirklich glaubt, er kann sich jetzt damit rauswinden, dann ist er falsch gewickelt. An der Stelle könnt ihr gerne auch jetzt schon mal wieder überlegen, was ihr glaubt, was er so hat und das mir schreiben. Ich habe da auch auf jeden Fall was im Sinn. Und im nächsten Video sage ich es euch dann auch wieder, ne? Ich denke, das ist wirklich ein sehr guter Weg, den wir da getroffen haben, oder? Ein sehr guter Weg, wie wir das machen mit den Ansagen, was wie gemacht wurde im nächsten Video. So ist so ein bisschen Spannung dabei. Klar, ab und an haben wir halt obvious Fälle, aber gerade bei den Fällen, die dann halt wieder kommen werden, die nicht so obvious sind, von denen hatten wir ja auch schon mittlerweile sehr, sehr viele, da ist es dann höchst spannend. Oh mein Gott, Alter, mach's halt noch, zeig uns noch härter. Was hattest du denn gerade vor mit dem Rumstehen, du Vogel? Ah, scheiße. Okay, Leute. Die Katze. Miau. Die ist später beim Livestream auch wieder dabei. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kommt in den Schrimarini, Bambini, Bambino. Haut rein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ach so, ja, wer hier wieder teilnimmt an dem Mitgerate, kann natürlich auch wieder einen kleinen Skin gewinnen. Also hasselt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.